Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder reingeguckt habt zu meinem neuesten Video und das ist jetzt mal was Spezielles. Ich wurde darum gebeten, ein bisschen was über Castle Clash zu machen, also habe ich mir jetzt gedacht, mehr Let's Plays will ich jetzt eigentlich nicht machen, es sei denn, ihr findet das jetzt, dass es ganz cool ist, dann würde ich das unter Umständen machen. Aber ich würde dann mal einfach zeigen, was ich dann halt hab. weil halt nachgefragt wurde. So, ich habe 37.946 Macht. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich roll mit euch, habe ein bisschen was gespart, um genau zu sein, will ich es aber so. Hallo Champion, schade. Okay, gut, dann hier, so. Dann, ich vermute, ihr wollt meine Helden sehen. Kürbisherzog, 4 von 8, Lebensentzug, habe ich quasi als Tank, weil er eben recht schnell ist. Dann Aries, 6 von 8, Steinhaut, war ein Talent, das ich mit dieser Box bekommen habe und deswegen eben auf Aries, weil der sowieso schon mein Tank ist. Dann Schnitter, 4 von 8, Streuung, Hexenmeister, 4 von 8, Kriegsgott, Trian Tower, 2 von 8, Wiederbeleben, Druide, 3 von 8, Flammenwache, Mortep, 2 von 5, Erquicken, dann Atlantico, 3 von 8, Schwächen, Champion, 3 von 8, Lebensentzug, Donnergott, 4 von 8, Wiederbeleben, dann Paladin, 1 von 8, Hartnäckigkeit. Okay, ich denke, die hinten sind jetzt nicht so wichtig. Was witzig ist, ich habe 3 Kürbisherzog. 3 Kürbisherzöge, Herzoge, keine Ahnung. Ja. Dann, was euch sicherlich auch interessiert, ist das Verschollene Reich. So, wenn euch das interessiert, wie mein Team so ein bisschen ist, ich weiß jetzt nicht, wie gut die jetzt sind. Ja, dürfte unter Umständen machbar sein, wenn mein Trian Tower gut kommt. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann auch sein, dass der einfach ein harter Casher ist und deswegen der jetzt kaum Chancen hat. Kann gut auch sein. Aber unter Umständen habe ich auch Chance mit meinem Trian Tower. Ja. Gut, dann seht ihr auch mal, wie mein Team so ein bisschen reagiert, kann ich jetzt auch so zeigen. Ich bin Level 15. Hier habe ich noch meinen Kampfaltar. Also ich bin nicht unschlagbar, aber ist ganz gut. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt auch kein Casher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich der Captain Weißbart immer ziemlich aufregt. Ich denke, ihr seht auch warum. Es ist irgendwie Dauerstun halt. Und dann ist es auch nicht so cool. Und jetzt kommt dann mein Trian Tower ins Spiel und das war's dann. Gut, was euch jetzt unter Umständen auch noch interessieren könnte, wäre, wie es bei einem Angriff reagiert. Ich habe immer ziemlich viel Zauber. Vielleicht tue ich erst noch was hier. So, auf Level 10 hochstufen. So. Gut, ja, 5 Stunden, scheiß drauf. ja, das wäre mal ein ganz guter Gegner. Mach jetzt so. Normalerweise verwende ich eigentlich keine Flintenzwerge, aber diesmal habe ich sie halt und dann, ja. Was Magie anbelangt, bin ich jetzt nicht gerade sparsam. so. Gut, ich schätze mal, das sind jetzt ein paar von meinen Trüppchen gestorben. Das ist nachher sowas, wo ich sage, okay, ist egal. So. Also ich denke, ihr seht jetzt auch, wie mein Team reagiert und ich glaube, es war ein bisschen dumm, jetzt das so zu machen, weil der einfach ein bisschen wenig Gold hatte. Ich kann es nochmal kurz demonstrieren. So. Oh, da sind die meisten jetzt gestorben. Gut, aber den müsste ich im Grunde genommen eigentlich auch packen.
Ist jetzt ein bisschen schlecht, dass der Schnitter frisst, aber ich denke, lässt sich jetzt nicht besonders ändern. Ja, gut, also zur Not könnte ich jetzt auch noch einen Zauber setzen. Wie gesagt, ich bin da nicht besonders sparsam. Und ja. Vielleicht könnte ich auch noch kurz zeigen, dass ich kein Casher bin. Also man sieht ja, kaufe Edelsteine, bekommt man 200 Dias und wenn dann 0 von 1 dort steht, dann ja. Weil ich glaube, viele glauben mir das jetzt nicht unbedingt, dass ich jetzt kein Casher bin. Aber es ist so. Ich finde, meine Helden sind eben ganz okay, würde ich mal sagen. Guck hier. 0 von 1, kaufe Edelsteine. Also, ja. Gut, das war's dann. Dieses Mal ein bisschen kürzeres Video, weil ich ja heute nicht so viel Zeit hatte, aber trotzdem ein Video rausbringen wollte. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und wenn euch weitere solche Videos interessieren, dann schreibt doch einfach in die Kommentare, dass ihr das gern hättet. Und dann mache ich das auch. So sagen wir mal, wenn es 4 Kommentare gibt, dann bringe ich vielleicht ein paar Mal noch sowas. Ansonsten wird es jetzt das einzige Mal sein, es sei denn, ich werde nochmal irgendwie gebeten, was vorzustellen oder so. Lässt sich gern drüber reden. Und ja, und tschüss.